So Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Strixhaven Premium Promo Pack. Ihr wusstet es schon, dass das kommt. Es musste kommen. Ah, wunderschönes Booster. Ich mag Premium Promo Packs, auch wenn ich Promo Packs normalerweise mehr liebe. Was bist du denn? Beleuchten der Geschichte. 4 Mana Lektion. Okay, das ist eine von den Karten, die man aus dem Sideboard spielen kann. Wir werfen eine beliebige Karten. Dann liegen eine Anzahl an Karten ab und ziehen entsprechend viele Karten. Falls dann 7 oder mehr Karten auf den Friedhof liegen, kriegen wir einen rot-weißen Geist. Das ist, um es im Sideboard zu haben, echt nicht verkehrt. Weil ihr könnt es dann heraussuchen und spielen. Das ist schon nice. Dann haben wir Auseinanderreißen. Rot-weiß, rot-weiß. Für ein weißes, ein rotes, wir bestimmen eins. Entweder fügen wir 3 Schaden einer Planeswalker zu oder einer Kreatur. Oder wir zerstören ein Artefakt oder eine Verzauberung unserer Wahl. Da hätte man auch 4 machen können. Bestimme 1 und dann so 4 Punkte. So 3 Schaden an Planeswalker, 3 Schaden an eine Kreatur, zerstören ein Artefakt, zerstören Verzauberung. Das haben sie damals sehr viel gemacht und ich fände es eigentlich schöner, aber es ist ja kein Command. Es ist ja kein Command. Und wir haben ein Triom. Kommt getappt ins Spiel, macht weiß, schwarz oder grün. Ist fetchbar. Sehr, sehr cool. Das Indata-Triom. Ja, ich mag die Booster. Ich mag sie wirklich. Wunderschön. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.